Also zunächst mal will ich einfach noch mal daran erinnern, dass Krefeld sowas ist wie meine erste Liebe im Bistum Aachen. Denn, ja, am 3. Dezember 2016 habe ich hier in Krefeld den ersten Antrittsbesuch in einer der 8 Regionen gemacht. Der Prozess, den wir heute bei dir nennen in unserem Bistum, lebt davon, hinzuhören. Und ich will nicht nur hinhören, sondern wir müssen in diesem Prozess untereinander hinhören, was uns bewegt oder wovon wir bewegt sind. Und das Hinhören soll die Chance bieten, den Heiligen Geist, der in uns ist, zu erkennen. Dieses Brot ist von jemandem von Ihnen mitgebracht worden. Ich freue mich sehr darüber, es ist ein wunderbares Zeichen. Und dieses Brot soll jetzt im Gebet auch gesegnet werden und dann untereinander an den Tischen auch verspeist werden. Also wir haben eben gerade diese Karten hier schon auch ausgefüllt und Punkte, die mir sehr wichtig sind, sind vor allem die Jugend in der Kirche und was dafür getan werden kann, um die Jugend in die Kirche auch reinzuholen und zum anderen, dass Frauen auch in kirchlichen Ämtern eingesetzt werden können. Die Jugendarbeiten, insbesondere die Arbeit mit Jugendlichen in der Planung, welche Ausbildung mache ich, dass Jugendliche die Arbeiten, die halt in der Kirche angeboten werden, kennenlernen, aber auch die Arbeiten, die es möglich machen, das in Ehrenamt noch zu übernehmen, dass an den vielen Schnittstellen, wie zum Beispiel Abitur feiern, zumindest Priester da sind, weil eben für Jugendliche das besonders wichtig ist, auch Vorbilder da noch zu haben. Wir hier am Tisch können uns gut vorstellen, dass man Jugendliche gewinnen könnte, indem man ihnen einfach ihren Freiraum lässt, ihr So-Sein akzeptiert und sie nicht nur einlädt in das, was besteht, sondern ihre Art zu leben, dass man da Formen findet, die gottesdienstlich auszudrücken. Ich bin mit Kirche einfach aufgewachsen. Für mich war das immer Teil meines Lebens. Und jemand, der da kritisch eingestellt ist, den dafür zu gewinnen, wird nicht einfach sein in der heutigen Zeit. Wie genau man das angehen kann, finde ich schwierig zu sagen. Aber ich finde, man muss eine liberale und demokratische Kirche haben und keine konservative und rückschrittige Kirche. Ich gehöre der Glaubensgemeinschaft dem Islam an und bin hier mit dem Islam und dem Christentum in Deutschland aufgewachsen. Und ich finde es toll, dass es heute hier stattgefunden hat und habe es sehr gerne angenommen und wünsche mir in Zukunft noch mehr solche Treffen, vielleicht auch in kleineren Treffen oder in lokaleren Treffen, wo man mehr zu Wort kommt mit dem Bischof oder mit seinem Sekretär, um sich noch mehr über solche Themen wie interreligiöse Zusammenkünfte austauschen kann. Jetzt hat der Prozess aber noch eine andere Möglichkeit, sich zu beteiligen. Ja, es geht darum, dass Gruppen entstehen, zunächst einmal in Aachen. Und dort werden Menschen sich bewerben können, die Interesse haben an diesen Themen.